Szene. Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu den Chaos Ossis mit diesem wunderschönen Ausblick in Borderlands 2 auf dem Frachter. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Auf den Dragonfrachter des Todes. Auf den Dragonfrachter des Todes, genau. Mit mir, dem Robert, und dabei sind mal wieder Daniel und Paddy. Hallo. Den hier gerade. Ach nee, scheiße. Schon gut, vergesst es. So viel dazu. Ich dachte gerade, ich wäre ein Warframe und könnte mit G das Ziel markieren. Das ist so leicht, das falsch zu spielen. Ja. Nehmt das! Das ist ungefähr so, als wenn ich vor einer Reihe Depths High spielen komme und mit einem Taucher mit Rechtsklick sprinten möchte. Ja, hast du auch schon geschafft. Ja, wir müssen erstmal wieder hier so ein... Wenigstens im selben Spiel noch. Ja, das stimmt natürlich. Das ist spricht für mich. Komm, lasst uns einfach mal durch hier. Lasst uns durch, danke. Wir sind Vertreter, wir wollen zum Boss. Hallo, schönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Klopsi! Moin. What the fuck? Jetzt geil, wie die zurückweichen, wenn man so boxt. Achso, wir müssen ja ganz hoch. Ach nee. Ein weiterer Und Robert stirbt natürlich. Alles gut, alles gut. Bei Level 4ern. Ah, nee, Level 7 sind es mittlerweile, aber okay. Mann, ich wollte die alle per Nachkampf machen. Erledigen. Nein, machst du nicht. Ich sammle mir die Erfahrungspunkte, dich wieder zu beleben. Danke. Na, muss man still. Ach, vergiss es, heißt ich halt nicht. Nein, das ist alles gut, das ist doch nur. Hey, doch, Robert. Sind doch nur Level 4ern. Hevel? Hevel, ja, Hevel. Du stirbst es trotzdem. Ja, das ist Können. Du weißt doch, Kunst kommt von Können. Jetzt schleiche ich mich an, wenn ich hier... Nein, ich schleiche mich nicht an, okay. Ist klar. Ich hab's versucht. That was a try. Komm her. Hey, Marauder. Bett ist Marauder, Level 9. Willst du das wirklich? Nee, will ich nicht. Will ich nicht. Oh, hier liegt der Rium. Ganz nebenbei, ja. Aua. Wer war das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall tat's weh. Der Gegner. Gegner ist schuld. Du bist mein neuer Kamera, du fliegst! Ich hol dich dir! Unterbrich mich niemals! Du weißt als Gegner, du bist gefickt, wenn du schon tot bist, bevor du überhaupt gefaced wirst. Ja, das stimmt. Aber die Heil-Orbs mag ja trotzdem noch rausbringen. Ist geil. Okay, diesmal warst du schneller. Ui, ich hab mich verlaufen. Ja. Und alle rennen mir hinterher. Alle. Einer. Und Robert ist immer noch drin. Ja. Komm ja schon. Oh, Mann. Mit alle. Wo ist einer angeblich? Oh, jetzt kommen sie. Juhu! Na, Roberts Pistole macht schon. Roberts Piu Piu. Pum, 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 pum. Ah ne, Piu, Piu, Piu. Piu, 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 Piu. Wo ist mein Geschütz? Da ist mein Geschütz. Geschütz, komm zurück! Ja, Leute, ihr seht ihr, wie ich gerade nicht springen kann, weil habe ich nie gelernt. Nein, wir sehen es nicht, weil wir nicht da sind, wo du bist. Na, ja, aber die Zuschauer haben es gerade gesehen. Ach so. Der Typ. Hä? Ist der noch weiter oben vielleicht? Ist der? Ja.
Hilfe! Hilfe! Ah! Ich brenne! Ich brenne! Ah! Ich brenne! Nein! Und jetzt falle ich runter. Robert kriegt Panik bei einer Tätigkeit, die ihm kaum aktuell Schaden zufügt. Mein Schild hat Schaden genommen. Ja, dein Schild. Oh mein Gott, Schild hat Schaden genommen. Schild ist ja nicht dafür, dass es Schaden abfängt. Ja, ich finde das schlimm. So, wir gehen mal weiter. Weiß mal, wo ist der alle Gegner? Weiß ich auch nicht. Ach komm, ist doch egal, können wir nicht einfach weitergehen. Wenn wir einen Gegner noch töten. Keine Ahnung. So. Ah, hier ist noch eine Kiste. Er hat gesagt, komm her, du Opfer. Du Opfer, ich mach dich Messer, du Opfer. Robert, die mögen uns schon, bevor wir hier sind. Auf jeden Fall, ich sehe das schon. Yeah, los geht's! Feuer frei! Bang, bang! Bang, bang! Captain Flint! Ah, Captain Flint, wir sind etwas stärker geworden in letzter Zeit. Halt's Maul! Yeah! My opponent's on fire! Nein, ich höre lieber auf. Meine Muckis haben Muckis, ah ja. Ach, wir sind falsch Richtung gelaufen, wa? Wir haben uns ein bisschen ablenken lassen. Minimal. Ja, gleich sind wir an unserem begehrten Ziel angekommen. Es ist nicht mehr fern. Ich spüre es. Also echt, wenn diese Typen sich partout gegenseitig abfackeln wollen, dann kann uns das doch eigentlich egal sein. Ich meine, ist doch wahr. Ja. Bin stimmig zu 100% zu. Matchstick ins Drachenmaul. Headshot, 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 Headshot. Geh zum Verbrennungssteuerpult und erfüll ihm seinen Wunsch. Ja, wir müssen den Hebel hier umlegen. Leg mal den Hebel um. Ciao. Das war echt schräg. Oh je. Und das ist nicht zu gering. Das war jetzt alles. Ja, wir haben es geschafft. Also. Das war Sinn und Zweck der Sache jetzt. Kann ich nochmal ziehen? Schade. Also wir müssten jetzt zurück zu Frostburn Canyon, um die Aufgabe abzugeben. Nein. Oh. Hier hinten am Ende war eine Schnellreisestation. Ja, das Ende. Na, ein Glück, ey. Den ganzen Weg nochmal nach oben. Du nimmst auf, du musst den kompletten Weg zurücklaufen. Ihr wisst schon, dass ihr dann mitlaufen müsst, ne? Nein, du kannst alleine laufen. Wir können hier warten. Ja, ich schwör nicht. Nö. Könntest du abkürzen und hier runterspringen? Hahaha. Dann macht mal. Ich dachte, hier soll eine Schnellreisestation sein. Ist doch auch keine Schnellreisestation. Und ich. Scheiße. Ach, stimmt, du schwimmst ja weg. Oh nein! Oh, scheiße. Hä? Ja, ich bin im Wasser gelandet. Wie geht das? Was? Hier war mal das Schiff von Claptrap. Jungs, ich bin im Wasser gelandet. Dann würde ich schnell rausgehen, glaube ich. Und schön hinter den Ohren waschen. Ja, wie denn? Ich weiß nicht, hier komme ich nicht raus. Ich bin jetzt hier gerade auf einer Eisscholle. Ohne Scheiß jetzt, ich komme hier nicht. Warte mal. Bestimmt hier rüberspringen oder so? Tatsächlich, man kann hier weiterlaufen. Cool. Ich gehe schon mal vor, wa? Springt einfach runter ins Wasser. Kuckuck. Kuckuck. Kann da runter? Kuckuck. Müsst ihr ganz vorne runter. Das sah grad aus. Und Patty, oh du Gott, bist der Nächste. Das ist kalt, das ist kalt. Was? Geil. Hast du grad gesagt, ah, heiß? Was hast du gesagt? Reis? Du willst Reis? Willst du Schüsse mit Reis? Das ist der ganze Bildschirm.
Rot mit Details. Hab ich gelernt. Ich meine, dass der Bildschirm um das Rot herum eingefroren ist, ist ja völlig egal. Ja. Aber das Rot war da, weißt du? Nee, wieso eingefroren? Das ist der Schild, der abnimmt. Hm. Sieht man bei der Feinde auch, wenn man sie anschießt. Na, so geht's auch. So, und weiter geht's. Die Gebärter schon wieder hier? Nein, theoretisch müssen wir hier geradeaus weiterlaufen, ne? Nein, theoretisch. Ich lauf einfach mal. In einer Reihe. Einfach mit der Shotgun in die Luft schießen, irgendeine Kugel trifft schon. Oh, ich bin im Wasser. Nicht gut. Müssen wir zu dem Schiff da drüben? Nein. Waren wir bei dem Schiff schon mal? Ja, glaube ich. Nee, wir müssen zu dem Schiff. Echt jetzt? Ja, wir müssen wirklich zu dem Schiff. Treehorns Ferry. Wait here for Ferry. Ah ja, ist klar. Und anstatt da... Wollen wir nicht zu den Schnellreisestationen gehen? Zur Schnellreisestation? Zu spät. Bin da! Leider auch. Three Horns, die Weiz. Ich glaube, die Schnellreisestation war schnell. Ja, eigentlich schon, ne? Ach, ich bin... Nee, bitte nicht. Ja, aber sind wir jetzt... Nee. Scheiße. Nee, hier ist keiner. Okay, vergiss es. Wie sieht's aus? Können wir? So, weiter geht's. Ich hab mir bloß gerade die Seele aus dem Leib gekotzt. Alles gut. Macht euch keine Sorgen um mich, mir geht's gut. Gut, dann können wir wieder zurückfahren. Durch den Sturm. Leute, wo ist das Schiff? Ihr steht drauf? Nein. Nee, Patty war grad weg. Also wir waren gerade weg. Das Schiff ist weg gerade. Ja, bei mir ist nur da. Bei mir ist gerade kein Schiff zu sehen, aber die jetzt ist es da! Okay. Nehmen wir mal an, ungünstig platzierte Ladezeiten. Ja. Aber gut. Die Granaten zeigen uns den Weg. Diese Springen. Geil. Herrlich. Ja. Patty, ich mach mal ein Leuchtfeuer für dich, damit du weißt, wo es lang geht. Weißt du, wo es lang geht? Ja, trotzdem Leuchtfeuer. Ist ja nicht so, dass ich die Pfeile auf der ganzen Karte sehen kann. Nein. Du hast eine Karte? Cool. Wo hast denn das Ding her? Das ist ja Beschiss. Herzlich willkommen, Kunde. Erstmal günstig Munition kaufen? Ja, apropos, stimmt, ja. Wir haben ein bisschen was verkaufen. Es ist ein guter Tag, voller Möglichkeiten. Oder nichts kaufen. So. Paddy, na dann. Zeig uns den Weg in die Zukunft. So, Zukunft ist eiskalt. So. Nachdem ich mich ungefähr dreimal gedreht habe, um zu wissen, wo ich bin, können wir losgehen. Clayton, komm zurück. Ach nee, Quatsch. Doch, Clayton, komm zurück. Clayton, komm her. Klöten, jetzt können wir ihn töten, die Klöten, Clayton. Ja, wir reden. Danke, Fackel. Wir werden Matchstick bald folgen. Die große der Moment der Entflammung ist gekommen, junge Fackel. Schön. Zeit, die Ungläubigen unserer Flammenmutter zu opfern. Schön. Nein. Nein. Die Abbilder. Clayton sprach von Entflammung. Das könnte übel werden. Feuerbild? Vielleicht ist es aber auch nur so eine Art Grillparty. Geh einfach unvoreingenommen an die Sache ran, okay? Diese Typen sind gar nicht so übel. Dann geh mal gleich mal dahin. Nicht weit laufen, Robert. Warum? Wegsnipern. Echt? Also die Dinger da hinten? Du hast Großes geleistet, Fackel. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Ja, okay, stimmt, ja. Damit das Menschenopfer beginnen kann. Okay, das klingt ziemlich übel. Geh zu diesem Entflammungsdingsbums. Wenn es gruselig wird, erscheine ich dort. Sei vorsichtig.
Entflammungsdingsbums. Genau. Wir müssen jetzt zum Entflammungsdingsbums. Ja. Da wieder hin. Da kommen wir nicht. Läuft da richtig? Hier lang müssen wir doch, oder? Ich glaube, da kommen wir nicht hin. Oder ist der mittlerweile offen? Ich weiß es nicht. Nee, ist nicht. Wir müssten dann komplett. Nee, das ist Blödsinn. Wir müssen hier unten lang. Ah. Ja. Es wäre so schön gewesen. Ah. Nee, ich will nicht laufen. Ist ein Pyro wieder. Können wir den nicht einfach ignorieren? Können wir nicht einfach da hingehen und das abgeben? Nö, nee, wieso? Ah. Ein bisschen nebenbei kämpfen schadet nicht. Geht ja Spaß flöten. Da geht uns der Spaß flöten, um Clayton zu töten. Den Clayton klöten. Da geht der Spaß vollkommen in Flammen auf. Okay. Ich würde das Niveau jetzt noch mal ein bisschen senken. Ne? Alter, noch niedriger geht das Niveau doch schon gar nicht. Ja, das stimmt. Lalalala. Sag danke, Patty. Ich hab den komischen Feuernomaden hinter dir zerlegt. Mhm. Und ich den Shotgun-Zwerg hinter dir. Danke. Dankeschön. Beuteschurken Goliath. Ein Beuteschurken Goliath, der stark ist. Eine Gefahr dargestellt hätte, aber egal. Robert ist wieder kurz vorm Sterben? Nein, ich sterbe nicht, Nein, ich sterbe nicht. Siehst du, ich sag doch, ich sterbe nicht. Ist der Goliath tot, macht die Kiste Klick. Nein, Daniel. Einmal nein. Oh Mann, ich kann schwach von Atem, was schwach von Atem. So, weiter geht's. Ich hab dir ja gesagt, das ist so kaum. Wer ist der bessere Psycho, du Psycho, du Psychopath, Psycho? Okay. Reicht. Eindeutig. Rat mal, warum ich sage, dass wir nur durchlaufen sollen. Sind der. Hast du immer so viel Wasser? Ja. Eigentlich schon. Nein, durch die. Warum? Ich hab grad echt gelesen, töte hängende Titten. What the fuck? Ich muss irgendwie 10 Feinde töten, aber ich hab das nicht genau gelesen, nur so aus dem Augenwinkel. Töte hängende Titten? Ich meine, niemand mag Hängebrüste, davon ganz abgesehen, aber. Die gleich töten, das finde ich ein bisschen rabiat, Robert. Zieh an den Hebel. Ich soll Hebel ziehen. Ich will nicht sterben, ich zieh nochmal am Hebel. Du wärst erstmal mit dem Gegner hier drumherum töten? Ach, passt doch. Deine bloße Existenz ist ein Frevel. Schütze deine Augen, Killer. Ich komme. Oh, da oben ist sie. Hingucken. Und sie ist bitter enttäuscht. Kammerjäger. Alter, deine Göttin ist da auf zu schießen. Wenn du diese Irren zerschmetterst. Das kann nicht sein. Hört nicht hin, Brüder. Lamm, Leister, Clayton, töten! Tot! Passiert, hä? Bitte die Anhänger des Kults. Nee, du bist kein Anhänger, du bist eine Spinnenspinne. Schon mal gegen eine, Spinnenspinne, genau. Ich habe die Mörder Opfer zurück nach Sanctuary gebracht. Gute Arbeit mit dem Kult. Ich sag's dir, Mann. Eine Göttin zu sein ist voll für'n Arsch. Wir verdanken dir unser Leben, Kammerjäger. Ja, hol Ellen der Heide. Oh, nee. Komm zurück. Ja, das wird, glaube ich, am besten. Wollen wir noch schnell nach Sanctuary dann gehen? Weil da haben wir 3 Aufgaben abzugeben und eine zu beenden, die dann abzugeben. Ja, das können wir gerne machen. Und das. Ja. Gibt's einen schnellen Weg? Nein. Wieder zurück. Gut, gibt's nicht, alles klar. Von der Wolke runterspringen.
Ja, wir können jetzt auch geradeaus und zurück. Ich glaube, ich kürzer. Ja? Ja. Warte mal. Gucken wir mal kurz. Also, hier lang. Ja, stimmt. Geradeaus und dann rechts. Und dann rechts lang. Rechts. Okay, vergesst es. Ach, komm schon, wirklich. Da kommt man runter. Aber wir können. What the fuck? Ich komme ja nicht mehr. Ich komme ja nicht mehr lang. So, jetzt. Wir können trotzdem den Weg lang gehen. Dann kommen wir doch zu dieser komischen Station raus, wo wir Lilith kennengelernt haben. Stimmt. Ach, gut. Brenner! Ich brenne! Hilfe! I'm burning! Hilfe! Hilfe! Ich laufe durch Wasser, aber ich brenne immer noch. Wie geht das denn? Ah! Hilfe! 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 Mein Schiff ist gleich. Ach, jetzt geht's wieder. Gut. Oh ne, schon wieder durchs nächste genommen. Robert, ich gebe dir einen Tipp. Wenn du hier reinspringst, hast du instant volles Schild und volles Leben. Ich weiß. Und hab das Spiel gewonnen, ne? Ohne Scheiß, du hast wirklich instant volles Schild und volles Leben. Ja. Du spawnst ja wieder neu. Ja, schön. Trotzdem nicht. Nein. Nein. Ich empfinde eine tiefe, dunkle Wärme. Das ist aber schön. Möge es dich auf deinen Reisen viel Glück. So. Ace. Ice, Ice, Baby. Din. Ich springe. Ich. Na, schon. Da hinten ist eine Dahlkiste. Da hinten ist eine Kiste. Ach nee, da müssen wir ja sowieso hin. Ah. Ah, okay, geht. Geht's hier hinten weiter? Nee, mach her. Schade. Iridium! Yay! Sum, sum, sum. Oh Mann. Robert, rechts ist der schnellste Weg. Nein, ist es nicht. Irgendwann fällst du drauf rein. Nein, fall ich nicht. Und warum? Weil ich euch einfach nur folge. Apropos fallen. Aha. Ach nee. Also es wird wirklich langsam, aber sicher Zeit zu beenden. Also ja, so ungefähr. Aber wir, ein bisschen machen wir noch. Wir sind mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo Niveau-Latte tief gesetzt gar kein Ausdruck mehr ist. Richtig, richtig. Das Ding ist so tief, das wird nicht mehr hart. So, komm bitte. Patty, bring uns nach Sanctuary. Teleportation! Lilith kann das. Zwar nur 3 Meter, aber. Okay. Würde ich auch können. So, wir geben die Folgen ab. Wir geben die Folgen ab, ja, nicht die Quest. Wir beenden für heute die Quest und geben die Folgen ab. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann wieder aus Daniels Sicht. Bis dahin, ciao. Bis dahin, ciao. Sie wären nützliche Alliierte gewesen.